Stets zu Ihren Diensten, Sir Galahad. Hier. Folge Tesla. Ah, Tesla. Wie gerufen. Das Auto. Aha. Boah, wie geil. Alter Finne. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Neue Entwicklung? Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lycana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Tesla Labor. Katakomben von Westminster. Okay. Erkunde des Teslas Labor. Geil. Was ich nochmal kurz sagen wollte. Wir haben ja von den Lycana haben wir ja erschossen. Und, ja gut, bei YouTube weiß ich natürlich jetzt nicht, welche Folge das ist. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wo kommen diese Lycana her? Und zweitens, wenn wir den jetzt nicht da getroffen hätte, wäre dann die Szene woanders, hätte diese Szene woanders stattgefunden, wo wir den erschossen hätten? Oder wäre das trotzdem so an der Stelle passiert? Das würde mich jetzt mal echt interessieren, ob der Lycana einfach weitergelaufen wäre, wenn wir den nicht getroffen hätten. Genauer ansehen mit L2. Hm, Details, aha. Um entfernte Objekte zu erkennen. Okay. Ich glaube, da draußen singen irgendwelche Leute. Das ist also das Tesla-Labor, ja? Hier wurde also wahrscheinlich auch die Tesla-Spule erfunden. Vermute ich mal. Ja, auf jeden Fall. Hier sieht man schon die Tesla-Spulen. Ich glaube, da liege ich gar nicht so falsch. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der May? Mann ist dein Idiot. Alter, wie geil. Wie detailliert das ist. Meine Fresse. So sahen also früher die Telefone aus. Ist ja interessant. So. Was haben wir hier? Was ist denn? Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Ach, Kommunikatoren. Ah, dann haben die auch wahrscheinlich diese Walkie-Talkies wahrscheinlich auch von... von ihm hier, von dem Tesla. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich auch nicht. Wäre mal schön, wenn meine Übersetzung stehen würde oder so. Sie ist schlauer und... Sehr geil. Aber grafisch ist das schon alter Schwede. Und ich spiele das gerade, ne? Also nicht, dass ihr denkt, huh, da soll ich hier nicht lang laufen. Ich spiele das wirklich gerade. Also nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie ein Film. Bitte, hier entlang. Okay. Dann. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig? Versuchen Sie's. Was muss ich jetzt? Umkehr, Gleichrichter. Schließen Sie
Was? Schließen Sie das sich bewegende Quecksilber zwischen den Nadeln ein. Halten Sie L3 gedrückt, um die linke Röhre zu verschließen. Halte R3 gedrückt, um die rechte Röhre zu verschließen. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Ach, die müssen gleichzeitig wahrscheinlich. Fuck. Oder? Nein, auch nicht. Ach so, ich muss es halten. Das muss er erst mal einer wissen. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Aha. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. So ein bisschen wie der Q von James Bond, ne, oder? Hier. Jetzt wird's interessant. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Gerne. Alter, wie detailliert das ist. Das ist abnormal. Huch, oh Gott. Kann ich auf das Schwein schießen, aber was auch immer da hängt, links? Wow. Guter Schuss. Aha. R3, Größerung. Ach so. Gut ausbalanciert. Cool. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokula, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Sehr starkes Motto. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Dieser Geldschwur. Schwerer sein? Kann leichter sein? Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Kapitel 3, Ungerechtigkeiten. 15. Tag im Oktober, 1886, Whitechapel-Bezirk. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht, aha. Schon krass. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Aber klar doch. Na, dann wollen wir mal auf zum Krankenhaus.
Oh, warte mal, hier liegt was. Warte. Die Asche ist noch warm. Aha. Das heißt, es muss vor kurzem noch jemand hier gewesen sein. Und er hat sich wahrscheinlich schnell aus dem Staub gemacht. Oder sie. Eins von beiden. Gelandung unentdeckt zum Krankenhaus. Was? Hallo, Jungs? Hä? Wer war denn das? Lafayette. Okay. Und jetzt? Hallo? Was macht er? Was ist denn jetzt? Hey. Na los, mach Kleinholz aus ihm. Wollt ihr mehr? Er blutet wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner. Hm, die haben Spaß. Glaube ich zumindest. So. Seltsamer Ort. Bob Pennies. Alter Schwede. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so beeindruckt von dem Ganzen, wie das hier so detailliert ist und tralala. Was sind das denn hier? Ach, das sind Schlafkajüten. Ach, du heiliger Strohsack. Wieso ist das denn nicht übersetzt? Ist ein bisschen blöd. Finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht lesen kann. Ist ein bisschen merkwürdig. So. Ja, das hat ja super geklappt mit unentdeckt. Wer war der Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwöre. Ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Deinetwegen ist sie tot! Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Jack the Ripper? Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Lassen Sie mich hier. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Alter Schwede. Wir sollten durch diese Tür gehen. Ja, Moment. Trotzdem möchte ich mich erstmal ein bisschen umschauen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da ist doch noch was entdecken. So, was haben wir denn da? Angriff auf Mayfair. Oh ja, interessant. Mehr steht da auch nicht. Das ist das, was wir schon wussten. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen jetzt.
Oh Gott. Stamford Dietrich, halte L2 gedrückt, um den Luftzylinder anzutreiben und den Schließzylinder freizulegen. Halte L2 gedrückt und rotiere R mit dem rechten Stick langsam, bis das Vibrieren zwischen den Zylindern nachlässt. Drücke dann R2, um den Zylinder zu aktivieren. Ach du heiliger Schrosack. Ist ja krass. Hallo? Ich bin's, der Kammerjäger. Aha, Augsbell muss Muse. Muse, Muse. So. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ja, ihr schön. Wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Ja, damit. Und viel Spaß, Bosworth. Ganz ruhig, Monsieur. Aber Schwert um Rücken Eine ist okay. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Vor allem, das ist wieder so ein Spiel, da weiß er wieder nicht, wann er aufhören soll zu spielen, weil es gibt keine Ladezeiten und keine Unterbrechung. Das heißt, das Spiel läuft in einem durch. Das heißt, wenn man selber nicht irgendwann aufhört, spielt man das komplett an einem Dings, an einem Abend durch. Zelda. In Liebe Zelda. Hier ist wohl jemand, der hat sich wohl verliebt in Zelda von Nintendo. Jawohl, Ma'am. Ist schon gut, Süßer. Wir machen das ganz langsam. In Ordnung. Titten. Entschuldigung. Oh, ein Roulette-Tisch. Geil. Was ist das denn hier eigentlich von London? Sie organisieren sich. Aha. Was ist das für eine ranzige Bude hier, Alter? Voll so ein Armutssaloon. Voller Armutssaloon. Hier ist nichts los. Toll. Warum kann ich das denn nicht lesen? Das finde ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen dumm. Weil wenn ich doch schon solche Zettel mache, dann warum kann ich die denn nicht lesen? Oder übersehe ich da irgendwas? Achso, da ist schon mal ein Nippelpiercing. Kommst du mit raus, Süßer? Alter. Voll die Geisterfrau. Taucht die da einfach auf. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Boah. Mir ist mein Herz jetzt in die Hose gerutscht, wie die da auf einmal aufgeplöppt ist. Alter. Ich habe mich total erschrocken vor der Geisterfrau. Wir haben keine Zeit für Spiele. Ach, du heiliger Schwanz. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell. Und unsere Waffen sind weg. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Klar, und die da hinten haben das nicht gesehen. Weißt du, die Treppe ist gerade mal 4 Meter, 5 Meter entfernt. Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Also hier will ich nicht bei diesem... Na, Süße, kommst du öfter hierher? Nach Whitechapel? Nein, Dummerchen, hierher, ins Haus. Komische Geräusche. Wie lang, Schatz? Der jagt bestimmt gerade einer Mäuse. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Hey!
Alter! Himmel! Alter! Ich hoffe, ich krieg keinen Twitch-Bann. Alter, da war ein Pimmel zu sehen. Alter. Da war gerade ein Pimmel im Bild. Alter. Was ist das für ein Spiel? Oh Gott. Alter. Hallo, Monsieur. Was machen wir jetzt? So. Hier ist eine ominöse Kiste, die kann ich nicht öffnen. Ich bin gerade neben der Spur. Ich habe gerade einen virtuellen Penis gesehen. Es tut mir leid. Ich bin etwas verwirrt. Alter, und der war noch so bewuchert. Puh. Boah, was eine Aussicht. Toll. Alter, erst diese Geisterfrau und dann ein virtueller Penis. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann ich jetzt hier durch diese Tür oder was? Oder wo? Hä, wo muss ich denn lang? Hä, wo ist denn unser französischer Kollege hin? Ist er auch verschwunden? Die verschwinden ja alle irgendwie. Twitch-Bann incoming, ja. Challenge accepted. Ach, da oben. Alter. Ich kann da auch nichts für. Es tut mir leid, dass noch kein 22 Uhr sind. Es tut mir leid, aber ich kann auch nichts dafür. Wenn da auf einmal so ein virtueller Penis auftaucht... Wo muss ich denn hin? So ein virtueller Penis auftaucht mit Bartwuchs, dann ist das so. Ich kann ja schlecht ausblenden. Oder so meinen Finger so dahin halten. Hä? Wo muss ich denn lang? Hier vielleicht rüberspringen? Ah ja, okay. War ein bisschen... Wie lasse ich mich denn einfach Kreis oder X? Achso, X, okay. Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los! Lafayette. Okay. So, Alter. So. Alter, wie das aussieht. Das war ein Stich ins Wespennest. Oh fuck, jetzt kommen die wahrscheinlich alle, ne? Aua. Guck mal, meine Hand ist grün. Voller 3D-Effekt. Müsst die 3D-Brillen aufsetzen, dann seht ihr mich in 3D. Im Übrigen. Wenn ihr welche noch vom Kino habt. Das ist übrigens ein neuer 3D-Effekt. Hallo? Huch. Wird da geschossen? Boah, Alter, geil. Krass. Voll geil. Mega. Feier ich ab das Spiel. Hat sich definitiv gelohnt. Suchen Sie einen Weg ins Krankenhaus. Zum Krankenhaus. Zum Krankenhaus. Kann ich hier was machen? Das sah so danach aus. Ich habe jetzt einfach mal... Intuitiv bin ich einfach mal zu dem Rädchen gegangen. Aber wie gesagt, hat sich voll gelohnt. Ich habe es gebraucht gekauft, glaube ich, für ca. 20 Euro. Hat jetzt schon meine Erwartung erfüllt, definitiv. Ich mag so Story-Spiele und so. Das ist richtig geil. Was hat das jetzt gebracht? Kann ich jetzt da... Kann ich hier sonst noch was... Oh, was haben wir hier? Ach, guck mal an. Haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Söhne und Töchter, Britanniens. Das hören wir uns doch mal an. Söhne und Töchter Britanniens. Seid voller Freude. Denn für uns beginnt... eine neue Ära des Wohlstands. Heute führt unser Empire den Vormarsch des Fortschritts an. Die Armee und die Ritter unserer Majestät wachen aufmerksam über unser Vaterland und kontrollieren die Bedrohung durch die Halbblüter. Die Vereintes Indien Kompanie hisst unseren geliebten Union Jack auf der ganzen Welt, während ihr mit euren Kindern den Segen eurer täglichen Arbeit genießt, produzieren unsere Fabriken Güter, die England stolz machen. Mit jedem neuen Morgen strahlt die Sonne auf eine glorreichere Zukunft unseres Empires als jemals zuvor. Eine Zukunft, von der ihr ein Teil sein könnt. Jeden Tag ergreifen normale Bürger ihre Chance auf ein Morgen voller Reichtum und Wohlstand. Ihr könnt die Nächsten sein. Also frage ich euch,
Kinder Britanniens, leistet ihr euren Teil? Zum Wohle Englands, bringt dem Empire Ehre! Ehre! Eine Nachricht der Konversation, Konversatienpartei, Oktober 1886. Alter Verwalter. Cool. Geil. So, komme ich hier? Nein, komme ich nicht. Okay. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um hier mal ein Päuschen zu machen. Ich würde sagen, für YouTube machen wir hier ein Folgenpäuschen. Und ja, sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei The Order 1886. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Also, bis dann. Ciao.